Doris wartet beim Gefängnis auf mich. Je länger sie dort ist, desto eher werden Akasische sie finden. Ich muss zu ihr. Vorsicht! Schnee und Eis! Die Wachen sind alle weg? Zumindest waren keine hier am Tor. Drinnen sieht es allerdings anders aus. In den Korridoren wimmelt es von Akasischen. Vermutlich Wärter, die es nicht rausgeschafft haben. Wenn Chadwick hier eingesperrt war, befürchte ich, dass er schon... Gib die Hoffnung nicht auf. Beeilen wir uns. Ich überprüfe das Erdgeschoss. Dort ist der Äther am dichtesten. Dann suche ich im oberen Stock. Viel Glück, Sid. Pass auf. Ob die Flut im Inneren schlimm genug ist, um Träger zu verwandeln? Ich hoffe nicht. Wir riskieren hier eine Menge. Ich halte besser nach Lebenszeichen Ausschau. Dieser Ort war also kein gewöhnliches Gefängnis. Die Kreatur haben sie bei der Flucht bestimmt nicht mitgenommen. Valuta Verluste minimieren. Und was, wenn ihnen die Träger ausgehen? Da kümmern sich ja sogar die Kaiserlichen besser um ihre Träger. Thank you.
Sie haben es mit Trägern gefüttert. Das ist noch schlimmer als befürchtet. Nichts als Akasische hier. Hoffentlich sieht es oben nicht so schlimm aus. Ich sollte besser nach Doris sehen. Unten war niemand. Aber ich habe herausgefunden, was hier wirklich geschehen ist. Hier hat sich etwas Unsägliches abgespielt. Ich weiß. Ich habe ein paar dieser Dokumente gelesen und... Haben Sie das wirklich getan? Träger sterben jeden Tag im Dienst ihrer Herren, aber... Das ist so viel schlimmer. Träger mit bloßen Händen gegen eine wilde Bestie kämpfen zu lassen, nur um ein Werkzeug des Todes zu schaffen... Und nicht nur die, die kämpfen konnten. Nein, auch die Alten. Sogar Kinder. Und wer nicht wollte oder konnte, der wurde entsorgt, was immer das heißt. Das bedeutet, dass sie der Bestie zum Fraß vorgeworfen wurden. Dann ist es zu spät. Es war dumm, dich herzubringen. Sag das nicht. Hast du noch etwas gefunden? Einen Schlüssel. Er passt aber in kein Schloss in diesem Stockwerk. Vielleicht öffnet er eine der Türen unten. Einen Gang habe ich noch nicht durchsucht. Ich probiere ihn dort aus. Komm nach, wenn du hier fertig bist. In Ordnung. Dann sehen wir uns gleich. Wir müssen jemanden finden. Sonst haben wir unsere Leben für nichts riskiert. Pass bitte auf. Diese Kreatur könnte immer noch hier sein. Mal sehen, was dahinter wartet. Thank you.
Sie ist ganz in der Nähe. Wer bist du? Hab keine Angst. Bist du allein? Hat noch jemand überlebt? Ein paar Wärter. Sie sind noch hier, aber mit ihnen stimmt was nicht. Alle anderen hat das Monster gefressen. Gütiger Begründer. Es war gut zu kommen, aber länger bleiben sollten wir nicht. Bereit? Ich bin bereit. Du armes Ding, du hast sicher Angst gehabt. War Chadwick bei euch? Was? Er hat gegen das Monster gekämpft. Es abgelenkt, damit ich flüchten konnte. Hat er euch geschickt? Er wollte auch noch die anderen befreien. Wo ist er? Hat er eure Zellen geöffnet? Sonst wärt ihr doch nicht hier. Chadwick. War das? Es ist zurück! Chadwick, Hilfe! Wir müssen sofort hier raus! Doris, beschütze das Mädchen. Mach ich. Schlachte diese trägerfressende Bestie ab. Ich pass auf sie auf. Du tötest dieses Scheusal. Bist du groß geworden? Es wartet da drinnen auf mich. Ich muss es töten. Es wird keinen Träger mehr fressen. Rauskommen. Sonst gibt es ein Blutbad. Thank you.
Endlich. Sid, bist du verletzt? Alles gut, glaube ich. Oh, nein. Was ist? Ein Tagebuch. Das habe ich Chadwick geschenkt, als ich ihn das letzte Mal sah. Er war also hier. Meinst du, die Kreatur? Er hat bestimmt tapfer gekämpft. Dank ihm hat das Mädchen überlebt. Chadwick, du Narr. Komm, bringen wir sie ins Versteck. Sein Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Nein, soll es nicht. Ich sorge dafür, dass sie gut versorgt wird. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wie ich höre, weichst du dem Mädchen kaum von der Seite. Ich hoffe, sie erholt sich von ihrer Tortur. Heidemarie, es geht ja schon besser. Sie ist zäher, als sie aussieht. Den Flammen sei Dank, dass wir sie gefunden haben. Wären wir nicht... Ich weiß. Sind wir aber. Tut mir leid, dass wir Chadwick nicht retten konnten. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ohne deine Hilfe hätte ich nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Wie er bis zum bitteren Ende gekämpft hat, um Heidemarie zu retten. So habe ich ihn gekannt. Den Mann, der mir wie ein Bruder war. Ich hätte ihn auch gern gekannt. Erzähl mir von deiner Vergangenheit, wenn es dir nichts ausmacht. Natürlich. Meine frühere Herrin kennst du. Sie hat Chadwick und mir zwei Dinge beigebracht. Töten und gehorchen. Wir sollten irgendwann an den Meistbietenden verkauft werden. Aber kein Gebot war ihr hoch genug, um sich von uns zu trennen. Wir waren ihre Dolche in den Schatten. Aber wir hatten immer wieder Zweifel an den Dingen, zu denen sie uns zwang. Und dann, eines Tages, wollten wir einfach nicht mehr. Wir rannten weg. Zusammenzubleiben kam nicht in Frage. Sie hätten uns leicht gefunden. Nach so vielen Jahren des Eindressierens war der Drang zu töten in uns verwurzelt. Ich hatte Angst, dass er wieder zu einem Werkzeug werden würde. Einem Dolch in der Hand eines anderen. Doch selbst in Gefangenschaft hatte er sich niemandem unterworfen. Er starb nicht als ein Werkzeug, sondern als Mensch. Heidemarie ist der lebende Beweis. Träger können ihre Fesseln sprengen. Und die Fluchbrecher zeigen ihnen, wie. Ich werde bis zum letzten Atemzug dafür kämpfen. Für Chadwick und für uns alle. Danke, Doris. Wir zählen auf dich. Das hättest du sehen sollen. Der Avis hatte keine Chance. Ebenso. Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan.
Nein, ganz und gar nicht. Im Angesicht des Todes hat Amber die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spähern verlangen. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Amber nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Mir hat die Prüfung gezeigt, dass Amber ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Amber hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man, oder nicht? Das Buch hat er gefunden. Damit hat Amber bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Schön. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Nicht gerade der hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Dem traue ich zu, dass er dann freinimmt. Freinehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Verzeih mir, Sid, das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Amber, die das Beste aus einer Notlage machen. Hab ich recht? Hast du, Sid. Danke. Sid, ich verspreche dir, ich werde mich persönlich um Embers Kampfausbildung kümmern. Verlass dich drauf. Den Süden? Das Gebiet gehört den Orks.
Wie geht's? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das ist nicht witzig. Mal überlegen. Bedrückt dich was? Nicht mehr als sonst. Nur, Eddas Kind ist bald da und ich wollte ihm etwas schenken. Edda wird sich freuen. Im Norden gab es immer Geschenke, wenn Nachwuchs im Anmarsch war. Um die kleinen Knirpse in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass es schon morgen soweit sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht gibt es was. Also gut. Woran arbeitest du? Einem Glücksbringer. Aber nicht irgendeinem Glücksbringer. Natürlich nicht. Nein, ich benutze die Feder eines silbernen Chocobos. Nichts auf der Welt bringt mehr Glück. Also, das haben wir zu Hause immer gesagt. Die Sache ist, dass sie echt selten sind. Otto und Karin haben ihre Lieferanten gefragt, aber nichts. Ich würde ja selbst eine aufspüren, nur... Der große Tag rückt schnell näher. Eine Feder also. Mehr nicht? Die oder den Vogel, an dessen Arsch sie hängt, ja. Ich wollte mich zuerst bei den fahrenden Händlern an den nördlichen Grenzen umhören. Von denen machen ja genug Halt bei Martha. Vielleicht versuche ich es zuerst dort. Ich gebe dir dann Bescheid. Du bist ein echter Freund. Vielen Dank, Clive. Ich habe noch nie einen silbernen Chocobo gesehen, aber immerhin eine ihrer Federn. Sieht eigentlich ganz normal aus, nur eben silbern. Naja, grau.